Hallo, liebe Borgs im Hive-Kollektiv. Heute wieder eine neue Bastelfolge. Und heute geht es mal um eine Sache, da habe ich schon lange drüber nachgedacht. Und zwar wollte ich schon lange mal einen eigenen Monitor für den Hive-Computer bauen. Ja, hier haben wir ja unseren Hive-Turm. Wie man sieht, wir haben ja zwei Ausgänge, zwei Videoausgänge an dem Computer. Wir haben einen VGA-Ausgang und einen Videoausgang. Und da habe ich hier in der Regel einen 15 Zoll TFT dran und dann halt für die Videosachen noch so einen kleinen Rückfahrmonitor, so einen umgebauten. Und das nimmt natürlich hier viel Platz weg an meinem Arbeitsplatz, wo ich dann meistens programmiere. Und das war mir schon immer irgendwie so ein bisschen ein Dorn im Auge. Ja. Nun wollte ich keinen. Es gibt natürlich fertige kleine VGA-Monitore, die beides machen, die Video und VGA machen. Aber ich würde gerne einen selber bauen und zwar gleich passend in so einem Modulgehäuse, sodass es zum System passt. Ja? Und ich dann diese ganzen Monitor wegpacken kann und ich hier wirklich mehr Platz habe auf dem Tisch. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, wenn man hier programmiert und man hat dann nur seitlich den großen Monitor. Ja, das ist nicht wirklich ergonomisch und ja, so ein tolles eigenes Datensichtgerät für unser Elektronengehirn in einem Teco-Gehäuse, Modulgehäuse, das wäre doch eine coole Sache. Ne? Und heute ist das Display dazu gekommen und ja, dann fangen wir mal einfach an mit der Geschichte. So, für den Eigenbau-Monitor habe ich mir jetzt ein kleines LCD-Bildschirmset besorgt von Pollin. Ja, das ist also, ich glaube 5,6 Zoll ist das groß, gibt es auch noch größer. Aber das passt mir eigentlich von dieser Größe sehr gut zum Gehäuse. Ja, ich habe jetzt wir vor, das hier in so ein Teco-Gehäuse einzubauen und da soll das dann im Prinzip dann, das wird noch schwarz gestrichen hier, der Rahmen, ja, damit das nicht so abgesetzt ist und dann soll das hier an der Gehäusefront angebracht werden. Das wird dann natürlich noch passend ausgefräst hier, dass das dann bündig abschließt. Die nächstgrößeren waren leider zu groß, die passen da nicht rein. Ich habe jetzt noch überlegt, mache ich es mittig oder mache ich es einseitig? Ich werde es wahrscheinlich einseitig machen und den Platz hier drüben freilassen. Vielleicht baue ich ja in das Gehäuse auch noch ein paar Lautsprecher mit ein. Muss ich mal sehen, was die Bastelkiste hergibt und meine Lust. Mal schauen. So, und so soll das rein und das passt eigentlich von der Größe ganz gut. Ja. Dazu gehöre ich zu dem Display-Set. Ist eine Controller-Platine. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dieses Display bzw. die Controller-Platine verarbeitet VGA und Video. Das heißt, wir können dann wirklich alle beiden Monitore, die wir jetzt am Hive haben, einsparen. Den VGA-Monitor, den ich dort stehen habe, und den Videomonitor. Ja. Wenn das so klappt und wenn das händig ist, das weiß ich noch nicht so richtig. Ja, das muss ich jetzt erstmal probieren. Mein erster Test wird jetzt sein, zu schauen, wie ist die Bildqualität. All die dabei. Auf der einen Seite, das ist natürlich für VGA relativ kleines. Ich muss mal schauen, ob das so lesbar alles ist, so eine Kommandozeile oder sowas. Ne? Und zum Zweiten hat es eine native Auflösung, das Display von. Von Auflösung 640x480. Wobei bei VGA-Eingang vermerkt ist, VGA-Eingang maximal 1280x1024. Im Normalfall skalieren die dann runter automatisch. Ja? Das macht der Chip dann darauf. Aber wie das aussieht und ob das gut ist, und das müssen wir dann mal schauen. Ja? Auch wie die Umschaltung ist zwischen VGA und Video. Am liebsten wäre es mir ja, wenn das irgendwie automatisch umschaltet. Ja, da weiß ich jetzt aber nicht. Das will ich jetzt gerne mal experimentieren. Zum Zweiten
auch mit diesen Einstellereien. Ja, also man hat hier noch mal kurz zu den Anschlüssen. Wir haben den VGA-Anschluss, dann haben wir hier eine Kabelpeitsche, da ist dran der Power-Eingang und der Videoausgang. Der Power-Eingang 9 bis 15 Volt passt also hervorragend zu unserer Powerbase, die wir gebaut haben. Da können wir dann den Monitor mit aus der Powerbase speisen. Ja. Und dann haben wir hier eine kleine Steuerplatine. Da sind monitortypisch dann irgendwelche Mikrotaster aufgelöst. Ich sehe auch gerade, hier sind noch mehr Mikrotaster auf der Leiterplatte vorgesehen, die aber nicht bestückt sind. Vielleicht sollte man das direkt mal bestücken und mal gucken, was da passiert. Wobei ich erstmal rauskriegen muss, wie die angesteuert werden. 5 Schalter über 3 Kabel und ohne dass hier irgendein aktives Bauteil ist, das kann eigentlich bloß über verschiedene Spannungen laufen. Das ist also über die Widerstände, die hier drauf sind, mit den Tastern verschiedene Schaltspannungen bereitgestellt werden. Muss ich mal untersuchen. Ja, das wird jetzt interessant. So, jetzt mache ich erstmal ein... Achso, zum Gehäuse selber dachte ich. Das Display hat ja... Ich hoffe, es wird auch so rum eingebaut, dass das Kabel nach unten ist. Ja. Dann würde ich das Kabel wirklich nach unten hin reinführen, also unten am Gehäuse eine Fräsung machen. Und die Platine kommt dann am unteren Gehäuseboden, wird es aufgeschraubt. Ja, hat man das sehr komfortabel. Da haben wir eigentlich überhaupt keinen Stress mit der Geschichte. Und die Tasten, dachte ich, die führe ich nach oben raus. Ja, die kommen also, gut, die haben jetzt keine Festungslöcher, da muss ich mir erst noch was zusammenbauen. Aber da der Monitor ja eh hier vorne drüber steht, muss das Modul ja immer oben stehen bei unserem Computerturm. Das heißt, wir haben eigentlich diesen Bereich hier oben frei und dann können wir diese Taste auch dahinter packen. Irgendwo in irgendeinem Abstand, vielleicht am hinteren Rand oder in der Mitte. Muss ich mal gucken, wie sich das gut funktioniert. Ja. Man könnte es auch zur Seite raus machen. Wäre auch möglich. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Gucken wir mal. Aber jetzt erstmal der Auflösungstest. Wie sieht's aus? Und ist das alles lesbar und bedienbar? Gehäuse nehme ich natürlich ein graues. Schwarz möchte ich nicht haben. Gut, alles klar. Ich habe jetzt hier mal alles aufgebaut. Ne? Ich habe hier unser Halbboard, was wir im Tutorial gelötet haben. Das habe ich per VGA und Video an der Controllerplatine angeschlossen. Und speise das Ganze jetzt mit 9 Volt. Habe jetzt ein Steckernetz hier verwendet. Später werden wir dann natürlich unsere Powerbase nehmen. Und jetzt werden wir mal gucken. Es läuft. Ich habe es natürlich im Vorfeld schon getestet. Es gibt bei VGA ein kleines Problem, das werden wir gleich sehen. So, ich hoffe, das sieht man hier halbwegs. Ich schalte mal zu. Und wir sehen, es macht schon ein Bild. Die Lesbarkeit ist relativ gut. Ich kann jetzt allerdings nicht sagen, ob man es nachher auch auf dem Video sieht. Es ist relativ hell, die Schrift. Es ist auch konturenscharf. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es gibt nur ein Problem, und zwar sehen wir das gleich mal, wenn ich hier mal noch unten raus scrolle. Hier unten sieht man schon, da ist eine halbe Zeile. Es ist also, der Bildschirm geht noch weiter, der ist nach unten rausgescrollt, ja, und wahrscheinlich nicht nur eine Zeile, denn wenn ich jetzt was eintippe, sehe ich das nicht, ja. Also es ist so, ich schätze mal, 2 Zeilen unten rausgescrollt. Also 2 Zeilen werden nicht dargestellt am unteren Rand. Das kann jetzt natürlich liegen an dem Treiber, den ich hier verwende in Bellatrix momentan.
Da muss ich noch mal gucken. Ich habe da noch eine andere Version mit einem anderen Timing. Und das funktioniert ganz gut. Ja. Weil prinzipiell scheint das eigentlich ganz gut zu funktionieren. Warum? Wir können es mal testen. Muss ich jetzt mal. Noch was anderes in VGA laden, und zwar das Boeing Demo, das läuft ja auch unter VGA. Und dort werden wir sehen, dass dieses Demo den Bildschirm voll ausfüllt. Allerdings hat ja, also gut, ich weiß nur, dass es so ist, aber hier sieht man, der Rand ist gleichmäßig. Das Timing ist wahrscheinlich echt hier normgerechter als das von dem Original Parallax-Treiber mit dem Original Monitor-Setting. Das hatten wir auch schon mal festgestellt. Das hatten wir auch schon mal festgestellt mit, in Verbindung mit anderen Monitoren. Mir ist es nie aufgefallen, weil meine ersten Monitore sind wahrscheinlich, die ich hier so verwende, sind wahrscheinlich so tolerant, was das Timing betrifft. Die stellen das alles dar. Auch die, früher hatte ich ja dann immer Röhrenmonitore dran. Ja, bei den Röhrenmonitoren funktioniert das eh. Ja, da müssen wir mal gucken. Da konnte man ja eh alles einstellen: Bildlage und Höhe, Breite und sowas. Ja. Was ich jetzt, ich mache es mal wieder, das Normale, was wir jetzt auch nicht sehen, er desynchronisiert auch zwischendurch immer mal. Wenn man sieht, das verschwindet immer mal. Also da muss ich nochmal experimentieren mit einem anderen Treiber. So, was wir jetzt natürlich nicht sehen, wie weit geht es hier am Rand, am rechten Rand raus? Das muss man vielleicht auch mal gucken. Ja, da geht es auch drüber weg. Ja, also das heißt, wenn ich hier den File Manager mal starte. Ah, jetzt hat er das rübergeschoben. Ah, jetzt ist es links rausgeschoben. Die Automatik hat das jetzt die Bildlage verändert. Ich schalte mal um nochmal. Dann macht er nochmal ein Autoconfig. Also man sieht hier, es ist. Der rechte und der untere Rand, da haut was nicht hin. Ja. Ja, es müsste hier noch ein Streifen sein von dem Rahmen, von dem Fensterrahmen und unten die Schriftfeder auch. Ja. Na gut, das müssen wir noch mal klären. Das wird noch mal ein bisschen Vorarbeit. Gucken wir mal, wie das mit Video aussieht. Ich schalte mal einfach in einer Textkonsole auf TV um. Also er schaltet offensichtlich nicht automatisch um. Es müsste jetzt das Bild da sein. Jetzt sagt er kein Videosignal mehr. Und ich schalte jetzt mal mit der Taste um an dem Bedienteil und da sind wir. Hier ist also auch noch eine Folie drauf. Nicht, dass euch wundert, dass hier noch so ein Zeichen. Das ist auf dieser Schutzfolie hier drauf. Ne? Ich lasse sie jetzt mal noch drauf, solange ich. So, gucken wir mal, wie es hier aussieht. Oh, das sieht gut aus. Also im TV-Modus funktioniert das alles. Also auch mit am rechten Rand ein entsprechender Rand, ja, und oben und unten. Also das sieht sehr gut aus. Wir machen jetzt mal was mit irgendwie noch. Was hätte ich denn da noch mit irgendwie einem besonderen Timing? Haben wir nicht irgendein Spiel mal? Triborg könnten wir doch mal probieren, diesen Sid Player. Der läuft ja auf der TV.
Also die Qualität ist wirklich gut, muss ich sagen. Weiß nicht, wirklich nicht, ob man das nachher auf der Kamera so sieht, weil hier auf dem Display der Kamera sieht es ein bisschen überstrahlt aus, aber in Natura ist es wirklich sehr scharf, ohne Flimmern, ohne irgendwelche Artefakte, das sieht richtig gut aus. Ja. Das sieht richtig gut aus. So, ich lande nur noch ein VR wahrscheinlich. Was haben wir noch für einen TV-Modus? Das wäre mal interessant. Also dieses Desynchronisieren hängt mit Sicherheit irgendwie damit zusammen, ja. Dass das irgendwie vom Timing knapp an der Grenze ist. Ja, das bringt nichts. Gut, dann will ich jetzt erstmal mich mit dem Treiber beschäftigen und dann gucken wir mal weiter. So, ich habe jetzt den Treiber verändert und mit dem zweiten Monitor-Setting funktioniert das jetzt auch wirklich ganz gut. So, gucken wir uns das mal an. Ja, also man sieht hier am unteren Rand wird jetzt nichts mehr abgeschnitten. Ich starte mal den File Manager. Jawohl. Also, rechter Rand ist okay. Unterer Rand, jetzt sieht man noch die Statusleiste, beziehungsweise die Menüleiste. Ja, funktioniert perfekt jetzt. Ja. Umschalten zu Video, dann per Taste. Wunderbar. Dann können wir jetzt langsam an den Aufbau der Mechanik gehen. Ich habe noch ein paar Demos. Ich habe das einfach mal von dem Tutorial, von dem Aufbaututorial genommen und einfach mal ein paar Demos probiert. Ob die von dem Timing soweit hinhauen. Ja, das Zeichensatz-Demo. Dann haben wir hier ein Demo mit 512x384 Pixeln. Mit animierter Grafik. Und was haben wir noch? Hier haben wir mal ein VWA-Demo, das 640x240 Pixel, ein Grafikmodus. Das ist so ein bisschen die Vordergrundfarbe kann man für jeden Pixel beziehungsweise für den Hintergrund dann in solchen entsprechenden Teils verändern. Ja. Das ist also kein Vollfarbtreiber in dem Fall. Gut, was haben wir noch? Den Tile-Drive-Demo von Parallax. Funktioniert auch. Und zu guter Letzt noch unser Game Engine-Demo. Mit Scrolling und Sprites und diesem und jenem. Und das funktioniert auch. Wunderbar. Vielleicht suche ich noch ein paar TV-Demos mal raus, um zu schauen, ob das sauber dort synchronisiert. So, zwei Versuche noch. Anschalten. Mal diesen Matrix Demo Bildschirm schon oder irgendwas. Das Programmchen etabliert ja in Bellatrix dann zwei Grafikkarten. Einmal eine VGA-Karte, wie wir es jetzt hier sehen. Ne? Und wenn ich jetzt umschalte, läuft gleichzeitig eine TV-Karte mit, wie einfach diese Farbbalken erzeugt. Ja. Also scheint soweit zu funktionieren.
So, und dann hatte ich noch eine andere Geschichte. Und zwar bei dem Game Boulder Dash können wir umschalten zwischen PAL und NTSC. Und das werden wir mal machen. Das ist in der Toolbox 2. Mal sehen, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt zwischen PAL und NTSC bei dem Video, bei der Videoverarbeitung von dem Controller. So, BD, einfach ohne Parameter aufgerufen. Verwende die PAL-Version. Schalten wir mal um auf Video. Jo, funktioniert normal, ne? Und jetzt nochmal NTSC. Halt. Müssen natürlich VWA umschalten. Boulder Dash slash SN slash N startet das mit in NTS, mit NTSC Videomodus. Ich kann ja mal die Helligkeit noch verstellen. Also ist noch genug Reserve. Das tut sich nicht viel. Look, I'm starving for the hell.